Morgen ist Männertag und bevor es nachher in die Heimat geht nach Bispingen, werde ich erstmal diesen Zuschauerpaket hier öffnen. Ich bin sehr gespannt, was da drin ist. Service Natururin, heute erreicht dich feinstes Zuckerwasser aus dem Herzen der Kurpfalz. Schöne Grüße aus Heidelberg, E aus HD. Ich grüße dich, E aus HD. Vielen Dank erneut für das Paket. Da steht Bierpower drauf. Ich grüße Tom Palermo, Dave Goldmann, Fuge Bikes and More, Flutty Bobs and More, Baba S, Tourday TV, Edermausmann, Bierjunker. Das schreit wieder nach einer Bierpower-Tour. Vielen Dank für den großzügigen Support. Hier vorne ist Capri-Sonne Kirsche. Capri-Sonne ist voll cool. Das schmeckt so süß und so weiter. Ich werde eins davon trinken. Aber bevor ich den hier auspacke, werde ich die anderen auspacken. Capri-Sonne Multi... Multivitamin. Capri-Sonne Orange. Und nochmal Capri-Sonne Kirsche. Das schmeckt nach Kirsche und ich finde das schade, dass der Strohhalm aus Papier und nicht mal aus Plastik besteht. Aus Plastik hat man besser getrunken daraus. Vielen besten Dank für die Capri-Sonne und erneut für den kräftigen Support. Jetzt werden wieder Bierpowers durchgeführt. So, ich bin in Soltau angekommen und ich warte jetzt auf den Kolumbianer. Und Leute, bestimmt ist den ein oder anderen aufgefallen, dass ich in der letzten Zeit viel weniger Suff-Vlogs gemacht habe, also so richtig aktive wie heute. So eine aktiven Suff-Vlogs werden in Zukunft auch eine Ausnahme bleiben. Also nicht mehr die Regel, sondern nur noch die Ausnahme. Weil ich hatte auf jeden Fall mehrere Gründe dazu. Und zwar, ich habe in der letzten Zeit meinen Bierkonsum aus verschiedenen Gründen deutlich reduziert. Und ich möchte meinen gewöhnlichen Content familien-, werbe- und kooperationsfreundlicher gestalten, da ich von meinen Social-Media-Einnahmen abhängig bin. Gut, beim Männertag oder Geburtstagen oder sowas nehme ich euch gerne weiterhin mit. Aber ansonsten möchte ich meinen künftigen Content nüchterner gestalten. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und darauf, dass morgen Männertag ist und die Bierpower-Tour beginnt, werde ich erstmal ein Bierchen öffnen. Geprost! Und ich warte immer noch auf den Kolumbianer. Der wird gleich kommen. Sein Zug hat ein bisschen Verspätung gehabt. Genau, aber der kommt gleich, glaube ich. Wenn er nicht entgleisen sollte. So, da vorne kommt der Zug, wo der Kolumbianer drin ist. So, der Kolumbianer ist angekommen. Und genau, wir fahren jetzt gleich nach Bispingen. Jawohl. So, und darauf, dass der Bus lange braucht, bis der ankommt. Also der braucht noch eine halbe Stunde oder so. Werde ich erstmal den ersten Bierpower machen. Ich werde für jeden Bierpower, ich werde für jeden jeweils dreimal Bierpower machen. Genau. Und ich grüße dich, Tom Palermo. Bierpower 1, Bierpower 2, Bierpower 3. So, der Bus ist angekommen. Wir werden da jetzt einsteigen. So, wir sind in Bispingen angekommen und hier vorne ist ein Biergeschäft. Durst. Wir werden jetzt erstmal hier eine Palette Bier kaufen für morgen. So, das Bier ist gekauft. Dieses Bier wird überwiegend morgen vernichtet. So, erstmal ein Bier trinken. Geprost, aber heute darf nicht zu viel gesoffen werden, sondern nur 2-3 Bierchen und das war's. Weil morgen müssen wir auf jeden Fall fit sein. Deswegen nur 2-3 Bierchen heute. Entspannungsbierchen. Und wir sind jetzt gerade hier nebenan bei Lidl. Hier werden wir erstmal Grillfleisch kaufen. So, das ganze Grillfleisch ist gekauft. Und jetzt laufen wir zu Ihnen. Ja, wir laufen jetzt zu mir. Wir haben hier so viel Scheiße am Start, wir müssen erstmal den Scheiß wegbringen. Ich grüße dich, Dave Goldmann. Bierpower 1, Bierpower 2, Bierpower 3. Ich grüße Fuge, Bikes and More. Bierpower 1, Bierpower 2, Bierpower 3. Die Zeit rennt, ne? Ja, so, hallo. Wir sind jetzt bei Jan. Ja, und gibt's. Jetzt gibt's Hotdog. Ja. Du wirst Hotdog machen. Ich werde Hotdog machen. Genau, damit wir das fressen können.
Genau. Das wird richtig geil sein. Mit Würstchen. So, die Hotdogs sind fertig. Das ist sehr gut. Hier, Kolumbianer, was für Hotdogs hast du gemacht? Du hast das hier gemacht. Papierflieger. Papierflieger? Ja, genau. Ich habe die mit Gürkchen gemacht. Die sehen richtig geil aus. Hier, sogar mit das hier. Das schmeckt nach Hotdog. Guten Morgen, wir haben bei Jan gepennt. Und mein Gehirn ist noch nicht wach, der ist noch nicht angeschaltet, aber heute ist Männertag. Heute wird das Gehirn ertrunken. Der Männertag beginnt. Wir laufen jetzt zum Frühstück. Du hast gerade frisch gemacht. Ich werde richtig gefrühstückt. Ich werde Kakerlakengesicht. Ich werde heute ertrinken. Heute wird Nierensteine gebildet. Die werden wehtun. So, wir sind angekommen und gleich wird gefrühstückt. Aber davor wird erstmal ein guten Morgen Bier getrunken. Gib Prost. Weil heute ist Männertag. Morgens 9:30 in Deutschland. Das Frühstück wird gegrillt. Ja, was? Das Frühstück wird gegrillt. Jo, super. Dankeschön. Frühstück ist fertig. Richtig geiles Frühstück. So, Frühstück ist fertig. Es ist im Magen drin, es ist geil. Jetzt, es beginnt. Es fängt an. Gib Prost! Lass hier lang! Das Männertag beginnt und ich laufe schon andersrum. Wir müssen gleich auf jeden Fall wieder Blatt Papiere essen. Ja, machen wir! Das ist Natur! Natur! Guck mal, ich hab hier schon was gefunden. Pflanzen essen. Ja, genau, nee, diese Dinger hier. Aber die hellen, ne? Die hellen. Ja, die Dinger, die sind geil. Blume gefunden, wo Staub rauskommt. Ich grüße Flatti, Borbs und Moor. Obacht! Yeah! Bierpower 2, Bierpower 3. Guck mal, hier vorne ist wieder dieser Haus, der Handstand macht. Genauso wie im letzten Jahr. Der macht immer noch Handstand. Und ich grüße Baba S. Bierpower 1, Bierpower 2, Bierpower 3. Prosit! Zum Bulli. So, wir sind jetzt gerade bei diesem Pausenplatz angekommen. Hier werden wir erstmal ein bisschen Pause machen. Gib Prost. Von der Mitte zum Chili, zum Sack, zack, zack, zack. Oh. Ja. Gut, gut. Ich war ewig her, dass ich das letzte Mal Jägermeister getrunken habe. So, genauso wie beim letzten Jahr ist diese Hüpfburg hier dieses Jahr auch aufgebaut. Und hier werden wir jetzt Blödsinn drin machen. Alter, komm da jetzt mal hoch! Ja, ich bin da voll gegen ihn, Alter. Hüpfburgen sind cool. Gleich wird hier Flankyball gezockt.
Und jetzt ist Team-Erwählung, genau. Ja. Ja, genau, ich bin bei denen im Team. So, da vorne wird dieser Treffpunkt aufgestellt und da müssen wir gleich mit irgendwas hinwerfen. Und genau, wenn man getroffen hat, dann muss man trinken. Und die anderen müssen dann aufsammeln. So ungefähr sind die Spielregeln. Hier öffnen! Hier auf! Ja, du musst es dann am besten Pass doch wohl drauf! Pass doch wohl Remi drauf, sag ich nur. Sobald einer nur so umtippt. Das ist ein Arsch! Kannst du Bowling, dann machst du es. Ja! Und los! Los, jetzt müssen wir alle Stopp! Stopp! Hey, ich bin in der Linie sein. Oh. Hallo, hallo. Na. Ey, geil! Ball ist da. Dose, zurück. Stopp! 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 Na! Na, oh. Hey! Oh. Ja. 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 Stopp! Stopp! Du musst das Ihr müsst in der Linie sein! Stopp! Stopp. Ihr müsst in der Linie sein! Ja! Oh, nee. Hey! Stopp! Nein, nein, stopp! Ich mach die Dose. Nein, 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 nein. Bitte, Toast. Oh! Wir nehmen mal an. Wir nehmen Nein! Ah! Oh, yeah! Ausschicken, ausschicken, ausschicken! Ausschicken, auch Benny, ne? Wir haben einen Ausgleich! Wir haben schon einen Ausgleich! Wir brauchen neues Bier, ne? Ja, ja, normal! Schaff ja, geil! Deswegen passt auf eure Bier auf! Ja, ja! Einer muss hin! Ah! Ja, Kaffee! Jawohl! Zieh, 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 zieh! Stopp! Nein! Stopp! Nein! Stopp! Halt! Ja! Trink aus, Jungs! Trink aus! Stopp! Stopp! Ich sag warten, voll drauf! Jawohl! Hey, die Stopp! Du stellst Dose auf, ich hol ihn. Hey, Michael hat gerade geworfen. Jawohl! Ja, nein, nein, nein! Komm! Jawohl! Ja, Michael ist durch! Benjamin ist durch! 2-2 Ihr beide noch? Nein! Immer noch! Was hast du für ein Bein? Du, Wir haben gewonnen. Wir sind Winner. Ich bin ein Kastaniengesicht. Mit Wurzeln, die auf dem Kopf hier hochwachsen, damit ich ja genau, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Guck mal hier. Hier vorne sind diese ganzen Fahrzeuge und Autos, die die ganzen Abgasen verursachen. Diese Autos, die verursachen Krankheiten. Und die sind mir jetzt gerade total ausgesetzt. Das ist voll scheiße. Diesen Knall habe nicht ich gemacht, sondern irgendjemand anderes. Allerdings geprotzt! Benjamin, ich hab den Kopf gelegt. So, wir sind gerade hier runtergelaufen und nach Richtung da lang und das war umsonst. Wasser!
Und genau, jetzt laufen wir wieder hoch und Soko versucht, meinen Wagen gut zu tragen. Ist richtig geil. In die Badebuch. Ich kann nicht schwimmen. Einfach geradeaus weiter. Wir müssen einfach nur weitergehen. Oh Scheiße, hast du Scheiße gemacht. Das ist Männertag. Wie lange sind wir unterwegs? Warte mal, wie viel Uhr haben wir jetzt? Gott, wir sind um 11 los. Um 11 sind wir los. Alter, was gleich 17 Uhr? Ja. Boah, ey, wir sind hardcore. Ja, los. Der Prost! Der Prost! Der Prost! Und eigentlich will ich sie gar nicht wiederfinden. Sie lieber. Gute Mädchen! Wir sind gute Mädchen! Wer ist denn für einen Platz angekommen? Er ist der stabilste Mann von dem ganzen Abend heute. Ja, sehe ich genauso. Du hast richtige Männertagsgeräusche gemacht gerade. Ja, genau, das sind die besten Männertagsgeräusche auf der Welt. Das müssen alle machen. Ja, alle einmal furzen und einmal rüpfen. Nur dann ist man männlich, wenn man das gemacht hat. Mach das doch mal. Perfekt, das muss doch mehr davon kommen. Unbedingt. Ich kann nicht die ganze Zeit. Das habe ich eben auch gesagt. Einfach nur brennen, nicht anquatschen. Von hinten einfach nur ziehen. Und fertig ist es und nicht anquatschen. Ich habe jetzt alle beiden so Archis von hinten. Und wieder mal zurück. Ja, los! So, hier vorne ist Feuer. Und wir sind am Zielplatz angekommen. Und ich habe hier vorne mal einen Schlafplatz aufgebaut. Es brennt. Es brennt. Es brennt rum. Es brennt. Es brennt hier weiter. Das ist Brennstoff. Guten Morgen. Mein Gehirn schwappt rum oder unser aller Gehirn ist schwappt rum. Genau, alle Gehirne, die hier sind, die schwappen rum heute. Auf jeden Fall. Und guck mal hier. Hier vorne ist ein neuer Brandloch. Wahrscheinlich hat das Feuer gestern diese Brandlöcher verursacht. Wenn ein bisschen Glut dran gekommen ist. Bestimmt hat das Feuer das gestern gemacht. Da bin ich fest von überzeugt, dass das Feuer das gestern gemacht hat. Ich brauche Tier-Ape. So, ich habe meine Schuhe angezogen und jetzt werde ich mir das Chaos von außen anschauen. Hallo! Guten Morgen! Scholli! Ja? Ja? Deine Finger sind voll kalt. Sex, Drugs and Rock'n'Roll, Alter! So, erstmal ein guten Morgen Bier trinken. Geprost! 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 So gefällst du mir! So, wir haben jetzt 10 Uhr morgens. Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose. Und dann nehme ich wieder Lärm. Guck mal, hier vorne, da hinten, da ist die Sonne. Das ist voll geil, weil der D3 muss vernünftig scheppern. Mein Gehirn schwappt das ganze Tag rum. Es muss, es darf vielleicht auch mal falsch rumschwappen, aber heute schwappt das richtig. So, der Grill geht an. Wir werden gleich grillen. Fleisch braten. Das wird gleich so richtig geil sein, wenn das gebraten ist. Wenn das gegrillt ist. Grillfleisch und Würstchen sind drauf. Das wird gleich so richtig geil sein, wenn das fertig ist. Wir müssen unbedingt danach scheißen gehen. Unbedingt. Wie wäre es, danach scheißen zu gehen? Machen wir zusammen. Gruppenkacken. Ja. Wir müssen unbedingt danach scheißen gehen. Unbedingt.
zusammen, nachdem wir das gegessen haben. Guten so, die war heute Essen ist fertig. Weil er schon wieder sein Telefon irgendwo liegen gelassen hatte. Keine Ahnung wo. Ja, aus der engen Hose gefallen. Ja? Und dann wusste er nicht, mit wem er nach Hause gefahren ist. Es schmeckt geil. Es brennt. Es brennt. Es brennt rum. Es brennt. Guten Morgen, nächster Tag beginnt, wobei Kopf schwappt rum. Mein Kopf fühlt sich so leer an. So, ich habe schon wieder da drin geschlafen und hier ist immer noch dieser Brandloch, der ist immer noch nicht zugewachsen. Das ist voll scheiße. Das heißt, wenn Regen kommt, dann tropft das auf meinen Kopf drauf, weil das hier gegen durchtropft. Genau. Und genau hier hat der Kolumbianer geschlafen. Jetzt wird aus dem allerletzten Wasser, was wir noch hier haben, Kaffee gemacht. Der Kaffee ist fertig. Das Koffein kocht. Das ist sehr gut. Jetzt lasse ich das auch ein bisschen ziehen und da ist das fertig. So, Kaffee ist fertig. Ist zwar ein bisschen zu heiß, aber trotzdem draußen in der Natur Koffein zu saufen ist richtig geil. Und ich kann nicht so richtig. Ich kann nicht gerade reden, das ist voll scheiße. Mein Kopf ist noch zu unfit. Scheiße, wir haben kein Wasser mehr zum Zähneputzen. Das heißt, ich muss die Mundspülung mit meinem Mund machen und nicht mit Wasser. Also mit meiner Sabba und sowas, genau. Das ist voll scheiße. Das ist so trocken. So, die Sachen sind eingepackt, vollständig. Und hier haben wir gepennt. Es ist alles zusammengeräumt. Genau, und hier haben wir Feuer gemacht und hier haben wir Bier getrunken. Und jetzt laufen wir ungefähr eine ganze Stunde zurück zur nächsten Bushaltestelle, um dort Bus zu fahren. Wir laufen jetzt wieder zurück nach Bisping. Weil von hier aus fährt kein Bus, sondern nur in Bisping fährt ein Bus. Und wir haben noch ein paar Stunden Zeit, bis der fährt. Und heute ist das Wetter wieder so richtig geil, weil ich liebe es, wenn der D3 vernünftig scheppert. Ich möchte Nierensteine bekommen. Mein Magen hat sich vorhin so angefühlt, als ob der ein Loch drin hat. Als ob da das ganze Bier weggeflossen ist aus dem Loch. Genau. Das war voll scheiße gewesen. Es hat sich voll komisch angefühlt. Also gestern, weil gestern waren die letzten Biere noch da gewesen. Auf jeden Fall wird erstmal ein paar Tage Bierpause gemacht. Aber ich muss noch ein paar Bierpause machen. Deswegen muss ich gleich nochmal ein Bier kaufen gehen. Aber danach mache ich ein paar Tage Bierpause. Ich muss auf jeden Fall mich wieder erholen und schonen und so weiter. Diese ungesunden Tage wieder weiter entfernen lassen. Genau. Kennt ihr diese Teile hier? Diese Dinger, die sind richtig geil. Das habe ich schon oft erzählt, aber es ist gegen Lungenkrankheiten. Auf jeden Fall ein hammergeiles Wetter heute. Ist richtig geil, dass die Sonne von da hier auf unseren Kopf scheint. Ich hoffe unbedingt auf Sonnenbrand. Ich möchte unbedingt wieder Sonnenbrand bekommen. Das will ich unbedingt. Guck mal hier vorne ist alles voller Raupen. Es ist ja alles voll davon, mit diesem ganzen Raupenspinnennetz. Wisst ihr noch, bei meinem Seven vs. Wild 7 Tage Selbstversuch, da habt ihr auch ganz viele Raupen gehabt. Die sind immer wieder auf mir drauf geklettert. Genau, auf mir drauf abgeseilt haben sie sich. Das war voll scheiße gewesen, die haben richtig genervt. Bei meinem 7 Tage Selbstversuch. Guck mal, hier vorne ist diese Autobahn, also da, wo diese ganzen Autos und Fahrzeuge diese Abgase produzieren. Die machen Schadstoffe und sowas. Und Geräusche. Belästigungsgeräusche. Das ist voll scheiße, hier drauf zu sein. Deswegen müssen wir auf jeden Fall hier abhauen. Und weiter zu gelaufen, zur Tankstelle. Guck mal, was die vier Geräusche hier machen. Das ist abartig. Ich war gerade hier an dieser Raiffeisen-Tankstelle hier hinter mir. Ich habe mich dort entleert und ich habe mir zwischendurch noch ein Bierchen gekauft. Weil ich muss noch ein paar Bierpowers nachholen. Ich habe noch nicht alle gemacht. Geprost! Eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf Bier trinken. Aber die Bierpowers müssen gemacht werden. Das ist wichtig. So, jetzt werde ich auch die letzten Bierpowers durchführen. Ich grüße dich, Tourday TV. Bierpower 1, Bierpower 2, Bierpower 3. So, wir sind hier in Bisping angekommen. Hier werden wir erstmal Döner essen. Und genau hier ist die Bushaltestelle, wo später ein Bus kommt, der uns dann nach Soltau hinführt. Genau.
Das wird gleich richtig geil sein. Das wird richtig wild. Fantastisch. So, da drüben ist Heidegrill. Dort werden wir jetzt erstmal Döner essen gehen. Das wird gleich wieder so richtig lecker sein. Oh Scheiße, Heidegrill hat zu. Das heißt, wir können hier keinen Döner kaufen. Schade, ich hätte mich auf den Döner gefreut. So, wir sind jetzt hier in der Bushaltestelle angekommen. Aber unser Bus, der fährt erst in 1,5 Stunden. Das heißt, wir werden hier 1,5 Stunden rumsitzen und nichts machen. Und ich grüße Edermausmann. Bierpower 1, Bierpower 2, Bierpower 3. Und ich grüße Bierjunker. Bierpower 1, Bierpower 2, Bierpower 3. Schade, dass du dieses Mal nicht dabei sein konntest. Du hast in der Runde gefehlt. Hallo, hallo, ihr lieben Jungs. Liebe, liebe Grüße aus, naja, fast Santiago. Ich bin ja schon ein kleines Stückchen weiter weg. Aber wir haben uns einen total tollen Schrein aufgebaut. Du darfst gerne den Schrein noch einmal füllen. Ich habe es geschafft, beziehungsweise wir haben es geschafft. Ja, unsere ganzen Mitbringsel. Schweiß und Blut haben diese Schuhe gehabt. Schweiß und Blut. Ich habe es geschafft. Nach fast 240 Kilometern in Santiago angekommen. Heute ist Herrentag. Passt mir schön auf den Archie auf. Passt mir schön auf den Archie auf. Sauft ordentlich für mich einen mit. Und was müssen wir? Mehr Bier trinken. Prost auf euch, Jungs. Lasst es euch gut gehen. Knutscher, eure Bierjunker. Hier geht es zum Männertagsvlog vom letzten Jahr. Das hat ebenfalls in Bisping stattgefunden. Und Bierjunker war ebenfalls dabei. Deswegen schaut euch das unbedingt auch an. Das war wild gewesen.